Welcome back. Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Knackige Jungs, oder? Vox Club. Finde ich absolut super. Das ist Schlager, das ist Volksmusik im modernen Gewand. So, und auch im modernen Gewand darf ich am Telefon die Michaela Zondler begrüßen. Hallo Michaela, grüße dich. Martin, ich grüße dich auch und alle Zuschauer von VolksTV. Hast du extra ein Telefon bzw. ein Bild mit Telefon geschickt? Sehr gut. Ja, ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Idee. Ja. Passt irgendwie. Hast du die Jungs mal getroffen vom Vox Club? Ich habe niemanden getroffen, nein. Okay, also mir fällt da gerade nämlich zu ein, es ist ja so, wir sind ja ein Volksmusik- und Schlagersender und es wird ja immer gesagt, der Schlager sei tot, die Volksmusik sei ausgestorben. Wenn wir aber so Videos sehen, wie wir sie eben gesehen haben, dann können wir doch ganz klar sagen, Schlager und Volksmusik ist voll da, oder? Ja, das finde ich auch. Also der Schlager, der boomt absolut. Und ich produziere ja jetzt auch Richtung Popschlager und das ist genau jetzt mein Ding. Darin habe ich mich jetzt gefunden. Wir müssen mal vielleicht kurz den Zuschauern erklären, die dich vielleicht nicht kennen sollten, wobei das nicht viele sein werden, davon bin ich mir sicher, wo man dich herkennt, was du so gemacht hast. Du warst bei der Gruppe Fernando Express, da bist du 2010 dazu gestoßen, richtig? Richtig, ja. Also ich war im Jahr 2010, im Frühjahr bin ich bei Fernando Express eingestiegen, war dann vier Jahre die Leadsängerin und vergangenen Jahres im Mai bin ich wieder ausgestiegen. Gibt's auch eine Geschichte vor dem Fernando Express? Was hast du vorher gemacht? Sicherlich hast du da Musik gemacht oder hast du da erst angefangen Musik zu machen, was ich mir nicht vorstellen kann? Nein, um Gottes Willen. Ich mache schon sehr lange Musik. Ich war auch vor Fernando Express Zeiten schon als Solosängerin tätig. Ich habe da auch schon ein Album herausgebracht. Das hieß Gefühle voller Zärtlichkeit. Und da bin ich auch ganz stolz darauf, dass ein ganz bekannter Texter, der Dr. Bernd Meinunger, meine Texte geschrieben hat. Für wen textet der noch so, wenn du sagst, der ist ein ganz bekannter für die Leute, die ihn nicht kennen? Das ist jetzt eine gute Frage eigentlich für ziemlich viele Interpreten. Mir fällt jetzt im Moment gar niemanden ein. Wichtig ist ja auch immer bei Texten, ich kenne das von mir, dass man sich einfach zu Hause fühlt mit den Texten. Dass man sagt, okay, der könnte von mir stammen, das sind genau die Gefühle, die ich auch in mir trage. Ich denke immer, oder so ist mein Gefühl, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich könnte nichts interpretieren, was ich nicht auch so fühlen würde. Oder was ich nicht auch so sagen würde in den Texten. Genau, Martin, das ist für mich auch ganz arg wichtig. Und gerade jetzt bei meiner aktuellen Single, Wir sind jung und frei, da sehe ich mich auch wieder. Also ich sage damit eigentlich auch aus, dass man sich in jedem Alter jung und frei fühlen kann. Absolut. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückspulen, Michaela. Wir waren beim Fernando Express, du hast aber gesagt, du hast vorher auch schon was gemacht. Erzähl doch mal kurz, wie ist denn so deine Historie? Wie bist du denn überhaupt damals auf die Idee gekommen, ich bin Sängerin, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung. Bei uns ist das ja immer so, dass es unsere Berufung ist. Was war da der ausschlaggebende Moment? Oder gibt es irgendwelche Künstler, irgendwelche Vorbilder, die du damals gehabt hast, wo du gesagt hast, das ist mein Traum, da will ich hin und den Weg gehe ich jetzt? Ja, also Vorbilder hat man ja immer. Aber letztendlich habe ich für mich selbst schon immer gerne gesungen, schon als kleines Kind in der Badewanne oder mit einer Banane als Mikrofon in der Hand. Also dann ging es weiter über Schulveranstaltungen, Diskotheken. Da bin ich zum DJ gegangen und habe gefragt, ob ich da mal ein Lied singen darf. Dann ging es weiter über Karaoke-Schuppen. Und dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich in eine Band eingestiegen bin. Und in dieser Band war ein Produzent. Der hatte dann auch relativ schnell Potenzial in mir gesehen. Und da ging es dann aber auch erst mit englischen Produktionen los. Okay. Es war dann halt noch so eine Zeit, da war ich ja noch wesentlich jünger, wie ich jetzt bin. Und da hat mir einfach der deutsche Schlager zu dem Zeitpunkt noch nicht so gefallen. Und da hieße ich auch zu diesem Zeitpunkt Nastasia. Da kam auch eine CD heraus. Und diese Nummern hießen, es waren zwei Produktionen, Get Together and Dance und Error. Okay, und das ging dann... Das waren meine Anfänge. In welchem Jahr war das? Oder welche Jahre? 80er und 90er? Oh. Oder?
Also das liegt jetzt schon auf jeden Fall schon starke 10 Jahre, also eher so hingehend 15 Jahre zurück. Also du bist mit 14 angefangen? Ja. Ja, so habe ich angefangen, okay. Und dann ging es weiter, eben dann über deutschsprachige Produktionen. Meine erste Single hieß Dir weine ich keine Träne nach. Da gibt es übrigens auch, da könnt ihr gerne mal reinschauen, im Internet, in YouTube, ein tolles Video okay. dazu. Da bekam ich auch wahnsinnig viele Gefällt mir Klicks. Und auch in der Band, als ich damals gesungen hatte, auch in den Tanzlokalen, besonders viel gute Resonanz. Der Titel wurde immer wieder gewünscht. Ich habe sehr viele Gefällt mir Klicks in YouTube auf diese Produktion. Und ja, und dann kam eigentlich schon gleich der nächste Titel raus, der hieß Frei wie ein Vogel im Wind. Und mit diesem Titel bekam ich dann den Plattenvertrag, wenn ich das jetzt sagen darf, bei der Plattenfirma MCP. Das war das, so mein das alles sagen. Erster Plattenvertrag. Ja, wir sind ja unter uns. Ja, wir sind ja unter uns. Wenn du, darf ich fragen, hast du eigentlich auch einen normalen Beruf erlernt? Gibt es was, darf ich fragen, was? Ja, natürlich. Also ich habe zahnmedizinische Fachhelferin gelernt. Dieser Job hat mir allerdings überhaupt nicht gefallen. Okay. Also ich habe den auch nicht wirklich viele Jahre ausgeübt. Ich habe ja dann auch relativ schnell schon geheiratet und auch ein Kind bekommen. Ich habe eine Tochter. Sehr, wie mittlerweile alt? Schon 18 Jahre. Oh, ja, dann hast du ja alles hinter dir. Meine, unsere ist gerade 4. Da weiß Bescheid, wovon ich rede, ja? Okay, ja, da kenne ich mich aus. Liegt zwar schon ein paar Jahre zurück. Das ist die Ja-Aber-Phase. Ja-Aber, ich will. Aber auch eine schöne Phase. Man wächst mit seinen Aufgaben, definitiv. Was ich dich fragen will, ist, wenn du heute noch mal anfangen würdest, was würdest du anders machen? Und würdest du heute die Wege gehen, die wir damals nicht hatten? Zum Beispiel Wege der öffentlichen Castingshows im Fernsehen? Also ganz ehrlich, von solchen Castingshows halte ich nicht wirklich viel. Warum? Die Leute, die werden relativ schnell hochgepusht und ohne diesen harten Weg zu gehen, was müssen wir Künstler denn alles tun, um wirklich das zu erreichen, was wir erreichen wollen, eben diesen gewissen Erfolg irgendwann mal zu haben, mit diesem Job auch den Lebensunterhalt, das Geld zu verdienen. Und damit zu wachsen natürlich, ne? Also so, und damit zu wachsen mit diesen Aufgaben auch mal. Und damit zu wachsen, ganz, ganz arg wichtig, ja. Und die werden da so schnell hochgepusht, dann sind sie da. Und so schnell sie da sind, sind sie auch nicht immer, aber können sie auch wieder ganz schnell wieder vom Fenster weg sein. Und deswegen halte ich da nicht wirklich viel davon. Und nochmal zurück zu deiner Frage, was ich vielleicht anders machen würde. Das hat aber auch mit meinen finanziellen Möglichkeiten damals auch zu tun. Wie gesagt, ich wollte ja schon immer singen, schon damals als Kind, später als Jugendlicher. Ich wäre wirklich gerne auf eine Musikschule gegangen. Ich hätte gerne Gesangsunterricht genommen. Und es war einfach mir damals nicht möglich, weil meine Eltern, die haben auch gebaut und man musste sparen. Und da hatte ich eben die finanzielle Unterstützung meiner Eltern leider nicht. Aber wäre das Geld da gewesen, vielleicht wäre ich heute schon einen Schritt weiter. Naja gut, aber du bist ja trotzdem, man weiß es nicht. Ich meine, eine gewisse Portion Glück gehört ja in unserem Geschäft halt auch immer dazu. Singen ist das eine und man sollte sein Handwerk beherrschen, das ist auch richtig. Aber nur eine gute Stimme reicht heute leider auch nicht aus. Das ist mein Empfinden. Es geht nicht ohne die Portion Glück, ohne die richtigen Kontakte. Da muss man halt immer am Ball bleiben. Also, und das ist natürlich auch immer nicht einfach, wenn man mal Phasen hat, wo vielleicht ein kleines Tal ist, trotzdem zu sagen, ich bleibe jetzt dabei, ich gebe nicht auf, ich gehe meinen Weg weiter. Bist du so ein Mensch, der von sich sagt, ich habe einen eisernen Willen, ich halte an meine Ziele fest und ich lasse mich auch nicht beirren und ich gehe eisenhart meinen Weg geradeaus? Oh ja, Martin,
Ich bin da eine richtig harte Nuss. eine Kämpferin. Also jetzt nach Fernando Express, es ist ja für mich jetzt, ich will nicht sagen, wieder ein Neubeginn. Man kennt mich in der Schlagerbranche, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist letztendlich wieder ein Treppchen, dass ich wieder nach oben gehen muss, bis sich mein Name etabliert hat in der Schlagerbranche. Heute sage ich noch, wenn ich mich bei Veranstaltern melde, ja, hallo, ich bin die Michaela Zondler, die ehemalige Leadsängerin von Fernando Express. Also nicht die Blonde, sondern die Schwarzhaarige. Also die Blonde war ja die Vorgängerin. Und dann sagen sie, ja, jetzt weiß ich, ja, die Schwarzhaarige. Und dann erkennt man mich. Und das ist das Schöne. Ich kenne das ähnlich. Ja, hier ist der Martin Scholz von Touché. Ach so, ja, richtig. So, also weiß ich, wovon du sprichst. Jetzt ist mir meine nächste Frage dummerweise entfallen. Ach so, wenn du auf Tour bist, wenn du unterwegs bist, du bist verheiratet, du hast einen Mann, du hast ein Kind, hast du gerade gesagt? Also Familie ist da? Ich bin nicht mehr verheiratet. Okay. Ich habe einen lieben Freund, mit dem bin ich schon 4 Jahre liiert und habe eine Tochter. Wenn du auf Tour bist, nimmst du dann deine Family, die Tochter sehr wahrscheinlich nicht, aber nimmst du deinen Freund mit? So ist dir, also worauf ich hinaus will, ist gerade in unserem Bereich, den Beruf und das Privatleben unter ein Dach zu kriegen, ist hier oftmals nicht einfach, weil wir eben viel unterwegs sind. Ja, stimmt. Schafft ihr das? Wie schafft ihr das? Gibt es für euch irgendwo so Regeln, wo man sagt, okay, und die Zeit nehmen wir uns, egal was kommt, da ist einfach Zeit für die Family, da ist Zeit für die Partnerschaft? Man versucht es schon etwas zu trennen, dieses Private und das Geschäftliche, aber oft klappt es nicht immer. Also ich tue ihn da, also meinen Freund schon ziemlich da beschlagnahmen. Jetzt zum Beispiel steht auch meine nächste Single an und da wird jetzt auch ein Videoclip gedreht. Nur zu viel möchte ich da noch nicht verraten. Da beschlagnahme ich ihn auch und sage, du hilf mir bei gewissen Sachen, weil doch einige Vorbereitungen getroffen werden müssen. Absolut. Und zu Auftritten, da nehme ich ihn ab und zu auch mit. Jetzt zum Beispiel am kommenden Sonntag sind wir in Kelheim auf einem Schiff. Da ist er dann auch dabei. Da macht er sogar die Technik. Ich habe es gelesen, du bist also oft auf Schiffen unterwegs, gell? Habe ich gelesen im Internet auf deiner Homepage. Die ist übrigens hier unten eingeblendet, liebe Zuschauer. Wenn Sie mehr über Michaela wissen wollen, www.michaela-online.com. Da stehen auch Ihre Termine. Und dann habe ich gedacht, du bist seekrank, darfst du nicht sein, denn du bist des Öfteren mal auf Schiffen unterwegs, oder? Also ich bin jetzt schon so viele Jahre Sängerin und bin doch tatsächlich erst jetzt in diesem Jahr das allererste Mal auf Kreuzfahrt. Ich bin total gespannt, wie das jetzt wohl wird. Ich habe noch nie auf so einem großen Schiff gesungen. Es wird ja eine Mittelmeer-Rundfahrt. Sehr schön. Ja, da geht's los am 26. April bis 3. Mai. Also wer sich noch anmelden möchte... Und das kann ich Ihnen empfehlen. Ein bisschen Werbung noch nebenbei. Ja, und da werde ich dann so 3-4 Mal in dieser einen Woche dann auftreten. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall schön, auf jeden Fall sonnig und hoffentlich nicht zu windig. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Für mich ist das nichts, wenn es hin und her geht, dann hänge ich mehr über der Reling als vor dem Mikrofon. ich habe erst einmal auf dem Schiff gesungen und das war dann auch genug. Ja? Liebe Zuschauer, wenn Sie sich informieren möchten, habe ich eben schon erwähnt, über Michaela Zondler, die ehemalige Leadstimme vom Fernando Express. Eine tolle Stimme, eine tolle Frau, eine tolle Bühnensensation. Dann informieren Sie sich auf der Homepage www.michaela-online.com. Michaela, gibt es noch irgendwas, was du deinen Fans, was du den Zuschauern gerne mitgeben möchtest? Ja, also ich grüße natürlich alle Zuhörer noch mal ganz lieb. Und Schauer, Zuschauer haben wir ja, ist ein Fernsehen. Zuschauer natürlich, ja, Zuhörer, Zuschauer. Und ihr könnt alle wirklich ganz gespannt sein auf meine nächste Single. Ich kann es schon kaum erwarten, bis sie veröffentlicht wird und vor allen Dingen auch auf mein Video. Und freue mich auf eure weitere Unterstützung.
Und die wirst du mit Sicherheit bekommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir werden heute auch noch ein Video von dir sehen. Das ist gerade noch unten in der Werkstatt sozusagen. Ja. Sie werden also, liebe Zuschauer, gleich noch ein tolles Video von der Michaela sehen dürfen. Michaela, dir wünsche ich gute Besserung. Du bist hier ein bisschen angeschlagen, ne? Hast du vorhin am Telefon erzählt. Die Erkältung hat dich heimgesucht. Ja, ich bin leider schon zum zweiten Mal, hat mich jetzt die Grippe erwischt. Um mir herum, stell dir vor, da liegen 10 Packungen Taschentücher. Mein Freund, der hat mir vorhin noch eine Gemüsesuppe gemacht. Also, ich hoffe, dass ich das bis Sonntag, bis zu meinem Auftritt wieder im Griff habe. Wirst du. Liebe geht durch den Magen und die hat er mit Liebe gekocht, also wirst du auch genesen, da bin ich mir ganz sicher. Schönen Gruß an ihn, unbekannterweise. Mach ich. So, Michaela, ich bedanke mich für dich, bei dir für dieses tolle Interview, das wollte ich sagen. Ich wünsche dir, dass du ganz schnell wieder gesund wirst, liebe Zuschauer. Wir machen ein bisschen Musik und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann haben wir am Telefon die Renate von Duo Goldstars. Freue ich mich ebenso sehr darauf und ich freue mich, Sie gleich wiederzusehen. Ihr Martin Scholz, bis gleich.